Hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Warum arbeitest du hier nicht mehr? Bist du schon fertig oder was? Inventory, sind wir drinne? Alles klar. Ja, so mal kurzerhand das hier hochgedonnert und gucken. Ich möchte jetzt mal kurz gucken, was brauchen wir denn? Ich möchte zum Beispiel, wie gesagt, die bauen. Bulletproof Glass, Computer, Motor, Large, also auch nichts Weltbewegendes, alles klar. Ich fand auch diese Docking Ring Stations hier so genial. Ich hoffe, die funktionieren auch alle, wie sie funktionieren sollen. Kontrollpanel für Large Chip und Small Chip und Station. Wie gesagt, ich möchte hier so ein bisschen dekomäßig auch, ich möchte hier einfach eine schöne Welt aufbauen. Large Radiator. Habe ich den reingepackt oder war der drinne? Bin gerade überfragt. Large Hallway Wall, die war. Also die habe ich reingetan, da bin ich mir sicher, aber den, keine Ahnung. Ist ja egal. Large Radiator. Ich weiß gar nicht, wofür der gut ist. Retarded. Keine Ahnung. Okay, so. Das passt. Wir müssen auf jeden Fall mehr. Ein Mining Carriage. Wenn der nichts dabei hat. Unser Inventar ist leer, ne? Schaffe ich den Flug mit meinem Jetpack hier? Wollen wir es mal versuchen einfach? Ich weiß jetzt nicht, ob ein Mining Carriage bewaffnet ist. Aber ist doch mal was Neues und wir testen es einfach. Im Zweifelsfall sterben wir und müssen neu spawnen. Wir haben nichts dabei. Wir haben also auch nichts zu verlieren. So. Oh, das müsste aber hinkommen. Wie viel Energie haben wir? Ja. Ich wollte es einfach mal versuchen. Und vielleicht klappt es ja, dass wir uns das Ding holen. Da sehe ich es auch schon. Ich versuche mal zu zielen. Genau da ist es. Und das fliegt auch so ein bisschen auf uns zu. Das fliegt ein bisschen arg auf uns zu. Ob das vielleicht sogar mal an uns direkt vorbeigekommen wäre? Keine Ahnung. Ich warte eigentlich darauf, dass es bewaffnet ist und gleich schießt. Ich habe da noch keinerlei Erfahrung mit den Dingern gemacht. Ich weiß also, wie gesagt, jetzt nicht, wer, ob sie bewaffnet sind, ob sie nicht bewaffnet sind, ob was ist. Ich habe keine Ahnung. Also hier draußen hier allein im Weltall fühlt man sich echt verloren. So, jetzt sind wir auf 1000 dran. Oh, oh. Oh, oh, da ist die Turret. Das ist die Turret. Ich will unter das Schiff. Unter das Schiff. Oh, nein, nein, nein. Ah, scheiße. Unter dem Schiff hätte ich wahrscheinlich, wie es aussah, einen toten Winkel gehabt. Oh. Medical Room. Yo, respawn. Ein Versuch war es wert. Ich würde es auch akkurat nochmal versuchen, ganz ehrlich. Wenn wir das schaffen, unter dem Ding anzukommen, könnte es, wie gesagt, klappen. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Ein Turret. Totenwinkel? Kommst du echt... Das kommt echt auf uns zugeflogen. Es soll schick... Oh, da war ein Goldklumpen. Es soll Schicksal sein, dass ich bei dieser Mission ein paar Männer verliere. Ah, haben wir jetzt inzwischen auch Nasenspray reingemacht in der kurzen Pause zwischen den Folgen. Ja, ist schon viel besser, wenn man halbwegs frei durchhaben kann. Ich mag Nasenspray überhaupt nicht nutzen. Aber manches Mal geht's halt nicht anders und nicht ohne. So, linksseitig war das. Das heißt, ich möchte so ein bisschen von hier dran. Ich hoffe, ich fliege schneller als das Ding. Nicht, dass es dann gleich einfach von mir abhaut. Mit vollem Speed! Oh, langsam ist er auf jeden Fall nicht der Gute. Da müssen wir mal gucken, wo wir bei dem Mistding reinkommen. Ha, ha, ha. Alter, ist das Ding schnell. Hey, warte mal! Oh, jetzt leckt es auch noch. Ach du Schande. Bist du lebensmüde? Du fliegst anscheinend echt Richtung meine Station, ne? Ich weiß nicht, ob er so nah dran vorbeikommt, dass er auf das Ding schießen. Oh, die Frames sind jetzt gerade alles andere als bescheiden.
Das merkt man vielleicht auch, dass es arg ruckelt. Ah, wird gerade wieder besser. Ich wünschte halt... Oh, scheiße, 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 scheiße. Auf in den toten Winkel, auf in den toten Winkel. Kommen wir näher, kommen wir näher, kommen wir näher. Nee, verdammt, das Ding ist schneller als wir. Fuck! Fuck you! Oh, er bleibt... Jetzt ist er kurz langsamer geworden. Okay, das... Jetzt kommen wir deutlich näher. Wartet der etwa auf mich? Okay, ich fühle mich gerade nicht sicher. Hallo, Mining Carrier! Oh, 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 nicht! Nee, 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 nee. Ich habe jetzt nicht mehr erkennen können, wo das Ding seinen Eingang hat. Da kann man eigentlich nur einfach mit einem bewaffneten Schiff hingehen und versuchen, den Turret wegzuballern und es dann zu kapern. Ja, schände meine Leiche nur weiter. What? Oh, Schei. Okay, jetzt habe ich... Das war jetzt doof. Exit? Nein, die wollen wir nicht speichern. Das, da bin ich falsch gespawnt. Load. Und load. Eieiei. Oh, die Frames wünschte ich mir hier. 400! Nein, Quatsch. Ich wäre schon froh, wenn ich hier kontinuierlich 60 Frames hätte. Was wahrscheinlich, wenn die Grafikkarte richtig erkannt werden würde, wohl auch ging. Also ganz böse, böse, böse. Ich muss echt aufpassen, dass ich, wenn ich sterbe, nicht auszusehen falsch spawne. Das haben wir gerade ja gesehen. Naja, war ein netter Ausflug, netter Versuch. Hallo Welt, da bin ich wieder. So, wollen wir mal gucken, dass du hier wieder so ein bisschen weiter produzieren tust. Ah, das kann ich auch eigentlich... Du bist doch bestimmt jetzt leer, ne? Dann kann ich dich nämlich schon mal umparken. Jawohl. Du kriegst da, also unser kleiner Drillmaster, hier muss natürlich auch noch seine eigene Landeplattform kriegen, seine eigene richtige. Hupala, so. So, runter, 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 runter. Piep, 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 piep. Boah, es wackelt hat Luft. Komm du mal an meinem Asteroiden hier vorbei, doch. War schön. Ich fand das jetzt echt mal eine nette Abwechslung. Es war einfach mal versuchen. Ich habe mir schon gedacht, dass das Ding in irgendeiner Form bewaffnet ist. So, was wir auf jeden Fall unendlich viel brauchen. Jo, und da brauchen wir schon mehr. Das heißt, wir können eigentlich gleich direkt wieder noch eine Runde Eisen farmen gehen. Ja. Was hatte ich denn noch für Gesprächsthemen? Ja, eigentlich etwas arg Trauriges. Denn der Schauspieler Robin Williams hat sich jetzt vor ein paar Tagen, wie es aussieht, selbst umgebracht. Hatte ich eigentlich auch noch eine kleine Idee. Mal gucken, ob ich das mache, ob ich das vielleicht heute in dieser Aufnahme noch hinkriege. Man hat so eigentlich an den Schauspieler so schöne, vor allem Kindheitserinnerungen mit seinen ganz frühen, mit diesen lustigen Filmen, die er immer gemacht hat. Auch nach außen schien er ja immer so ein fröhlicher Mensch zu sein, aber er hat Depressionen wohl. Und man muss wirklich sagen, Depression ist etwas richtig Beschissenes. Wer selbst damit mal zu tun hatte, sei es, dass er sie selber hatte oder einfach im nahen Umfeld wen hatte, mit der Depression litt oder leidet, der kann das nachvollziehen, vielleicht besser als jeder andere. Besonders wenn man selbst mal irgendwie mit Depressionen aus irgendeinem Grund zu tun hatte. Das ist schon eine saumäßige Sache und eigentlich ist das auch jeden Tag ein Kampf. Gegen Depressionen ist wirklich jeden Tag zu kämpfen und sich ja nicht wieder irgendwie unterkriegen zu lassen von diesen Gefühlen. Ja, und da hat es wirklich einen tollen Schauspieler, der hat es leider nicht geschafft. Er ist dem wohl dann erlegen, ich weiß es gar nicht, soll sich wohl versucht am ersten Pulsadern aufzuschneiden, dann mit einem Gürtel hängt oder was, ich weiß es nicht genau. Das ist halt nur das, was man jetzt so gehört hat. Man war nicht dabei, man weiß es nicht genau. Und wahrscheinlich wird da noch zig Sachen rauskommen, die halb wahr sind und gar nicht wahr oder wahr. Auf jeden Fall sehr, sehr traurig. Gronkh hat da einen ziemlich schönen Nachruf geschrieben gehabt.
in Gedenken. Und da hat das eigentlich auch ziemlich mit auf den Punkt getroffen. Hat er auf Facebook gemeint. Ich habe das auch geteilt, weil ich fand ihn auch so schön. Aber wie gesagt, an Patch Adams muss man zurückdenken. Oder selbst auch an die ernsteren Filme wie Good Morning Vietnam, den ich absolut liebe, diesen Film. Einen der besten Antikriegsfilme, die es gibt. Wenn nicht sogar der beste Antikriegsfilm. Und ja, schon sehr traurig. Aber naja, es ist halt so. Und ja, man muss auch mal traurigere Sachen oder ernstere Themen ansprechen können in so einem Let's Play. Das ist halt, das gehört zum Menschsein dazu, dass es halt nicht nur alles fröhlich, heiter, munter ist, sondern halt auch sowas mal. Und eigentlich kann man nur jedem wünschen, dass er nie mit Depressionen zu tun hat. Wie gesagt, wenn man das im Bekanntenumfeld hat, das ist schon eine richtig starke Belastung auch für einen selbst. Und wenn man selbst es hat, ist es halt fürs Umfeld eine starke Belastung und für sich selbst halt auch. Also und wie gesagt, jeden Tag ist sowas ein Kampf. So, wie viel haben wir denn jetzt? Oh Gott, habe ich... Scheiße, diesmal habe ich den Fehler gemacht. Och, Menno. Nein, jetzt fliegt hier überall mein abgebautes Eisen rum. Ich sag's doch, ich bin so dullig, ich vergesse es irgendwann. Ich sehe es nicht. Ach, ich hoffe mal, dass er den Schrott dann schnell löscht. Ja, selbst als Peter Pan fand ich Robin Williams super. Ich mag, also Peter Pan ist nicht so meins. Ich mag die Filme mit dem Thema nicht oder aus Theaterstücken so, ich weiß nicht. Sinnmannsland-Geschichte war nie so das meine. Captain Hook war mir noch der sympathischste oder wie hieß er? Smitty oder keine Ahnung, wie sein Adjutant da. Den fand ich noch am sympathischsten Charaktere. So ein Anti-Held mochte ich dann doch lieber und nicht unbedingt den Peter Pan, aber selbst als Robin Williams diese Rolle verkörpert hat, hier wirklich toller Film auch. Damals, also als Kind sollte man den auf jeden Fall mal gesehen haben. Ja, so kann es gehen. Es sollen jetzt, glaube ich, noch drei Filme mit ihnen rauskommen. Nachts im Museum 3, irgendwas, wo ein Richter spielt. Ich weiß nicht, habe ich nur gehört. Auch jetzt seine Serie da, die jetzt gelaufen ist. Weiß ich gar nicht, was aus der geworden ist überhaupt nach der ersten Staffel. Ich wollte die mir immer mal angucken, habe davon eine Folge gesehen. Habe sie dann aber bis dato noch nicht weiter gucken können. Das ist schon irgendwie sehr traurig. Auch für, ich glaube, seine Assistentin hat ihn ja gefunden. Natürlich auch für die ist das ein Schock fürs Leben. Genauso wie für seine Frau, Familie und alle drum und dran. Und ich glaube, ich werde es wirklich machen. Können wir das da? Das machen wir auf jeden Fall. Da brauchen wir ein bisschen Eisen für, das ist nichts Wildes. Aber irgendwie möchte ich das ganz gerne machen. So, wie viel haben wir jetzt wieder? Ja, komm, soll erstmal reichen. Boah, das Ding ist auch so ein bisschen... Ich muss mal unbedingt mal ein neues Mining-Schiff dann bauen, auf kurz oder lang. Nicht schon wieder! Doch, muss sein. Wir wollen auch mal was Großes haben, ne? So, ein Stück hoch. So. Ja, das ist doch fast perfekt. So, tiep, tiep, tiep. Wunderbar. So, zack, Control Panel, Ejector, on, true out, on. Und da haut da wieder Eisen raus. So, das sollte auch reichen dann hoffentlich erst einmal. So, wo machen wir denn das mal am besten? Ich bin ja auch überlegt, wo ich hier unseren Lebensraum dann hinbaue. Verbindungsgang nach unten müssen wir auf jeden Fall irgendwann bauen. Also das hier wird ja noch so ein bisschen, das wird so die Produktionsstätte. Das wird noch ein bisschen ausgebaut. Dann brauchen wir auf jeden Fall irgendwie die Produktionsstätte nach unten. Das heißt, man könnte hier dann eigentlich relativ gut ein Treppenhaus hinzwiebeln. Brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Eisen auf der Tasche. Na, komm. Ah, irgendwie ist er auch ein bisschen träger geworden. Kommt mir das auf jeden Fall so vor. So. Und was ich machen möchte, ist eine rote Nase bauen. Eine große rote Nase. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Aber ich war...
ich habe das Bedürfnis, sagen wir es einmal so, und wem sowas nicht gefällt, der braucht es ja nicht gucken. Da bin ich auch immer ganz offen und ehrlich, ne? Wie gesagt, hier machen wir dann Treppenhaus so runter. Und irgendwo da unten möchte ich dann halt Wohnbereich und alles beginnen. Gucken wir mal, das wird... Ich weiß sogar nicht, ob wir hier mit unserem Doktor dann gut hinkommen. Mit denen hier an der Seite eher nicht. Die werde ich vielleicht da... Ah, bitte, Windwickler, mach das mit Mausrad. Die werde ich nochmal wegmachen, weil ich möchte das mit dem Doktor schweißen. Das geht schneller. Pass... Eigentlich, warte mal. The Doktor. Planänderung. Kriege ich das bei dir hin, mein Freund? Kriege ich dich so umgebaut noch? Ah, schwierig, schwierig. Das ist ja leider jetzt echt schwierig, weil da müsste ich jetzt einiges umbauen. Ich müsste die Panzerung vorne abrupt und neu hier hinbauen. Verdammt. Wäre auch eine schöne Idee gewesen. Praktisch gesehen würde es ja schon reichen, wenn ich das hier rot mache. Und dann können wir das andere ja trotzdem nochmal machen. Ist egal, in welchem Cargo-Container es liegt. So, schon mal wieder raus. Suchen den Wälder. Wälder, Wälder, Wälder. Da haben wir ihn. Ich hoffe, ich habe genug Platz in der Tasche. Der Doktor kriegt jetzt eine rote Nase. Das ist jetzt die einfachste Methode. Ich werde, wie gesagt, auch nochmal so was anderes bauen. Also das werde ich jetzt auch noch machen. Aber wie gesagt, das braucht ein bisschen Vorbereitung an unserer Station im Allgemeinen. Nein. So ist wieder richtig. So, jetzt noch die richtige Farbe. Jawohl, ja. Die schwasse ich noch fertig und dann ist diese Folge auch erstmal wieder um. Aber das möchte ich jetzt noch ganz gerne machen. So eine kleine Folge, wie gesagt, unter dem Thema Robin Williams. Er sagt, tolle Filme. Wer so, auch wenn ihr die Jüngeren unter euch vielleicht nachts im Museum dürft, vielleicht kennen. Wenn ihr andere nicht unbedingt kennt, fragt zur Not mal eure Eltern. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall wert, sowas mal zu gucken. Auch Jumanji, toller Film. War in meiner Kindheit, den habe ich sehr gern gesehen. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen und vielen Dank, Robin Williams, für die tollen Filme und die tollen Erinnerungen, die du uns hinterlassen hast. Tschüss!